Java, Jungle und Jitter. Wie in jedem anderen Bereich auch, gibt es im Gaming jede Menge Begriffe, die alle benutzen, aber nur die Hälfte verstehen. Damit ihr den Durchblick habt, stellen wir euch eine Sammlung von Begriffen zusammen, die ihr kennen solltet. Und wenn es nur ist, um dem aufgeblasenen Möchtegern-Pro zu sagen, dass es GIF heißt und nicht GIF. Himmel, Herrgott, ich sag ja auch nicht Gießkanne oder GIFT oder Giraffe. Giraffe vielleicht. Diese Woche sind wir beim Buchstaben J. Java kennen viele nur als diese kleine Kaffeetasse am Bildschirmrand, von dem keiner weiß, ob man sie jetzt installieren oder updaten soll oder nicht. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem eigentlichen Java, also sozusagen dem Grund-Java, um eine Programmiersprache. Die besteht aus einem Java-Entwicklungswerkzeug zum Erstellen von Java-Programmen und einer Java-Laufzeitumgebung, damit Java läuft. Das Besondere an Java ist, dass die mit ihr erstellten Programme von Software und nicht von Hardware ausgeführt werden. Damit können Java-Programme plattformunabhängig genutzt werden. Sprich, einmal programmiert, kann das gleiche Programm mit passender Laufzeitumgebung auf Windows, Mac, Linux oder im Autoradio laufen. Ein Jetpack ist ein Raketenrucksack. Dieses Item wird gerne in Shootern hinzugefügt. Da sind sie zum einen sehr praktisch, weil man sich mit ihnen super aus einer brenzligen Lage herauskatapultieren kann. Zum anderen sind sie aber auch eine richtige Plage, vor allem wenn in Multiplayer-Spielen auf einmal jeder ein Jetpack hat. Dann hüpft nämlich absolut jeder über die Karte und niemand trifft mehr irgendwen. Battlefront zum Beispiel ist nach Einführung des Jetpacks teilweise unspielbar geworden. Wenn man böse sein will, ist Jetpacken eigentlich genau wie Bunnyhoppen. Nur mit mehr Wumms. Jittern bezeichnet sowohl eine Art, seine Maus zu klicken, als auch zeitliche Schwankungen bei der Übertragung von Datensignalen. Letzteres sorgt bei Datenübertragung für Störfälle, weil sich bei einem Jitter plötzlich und unerwartet die Signalcharakteristik ändert, indem sie langsamer oder schneller wird, ausbleibt oder auf einer anderen Frequenz läuft. Die Klicktechnik wiederum basiert ungefähr auf dem gleichen Prinzip. Dabei wird die Hand verkrampft, sodass sehr viel schneller als sonst geklickt werden kann. Besonders bequem ist das aber nicht. Joy-Cons nennt man die Controller, die an der Switch, also Nintendos Handheld-Konsole, angebracht sind. Die Joy-Cons können entweder am Tablet selbst verbleiben und so wie ein Wii U Gamepad funktionieren. Oder sie werden abgenommen und einzeln als winzige Controller genutzt. Das funktioniert ganz gut, wenn man nicht zu große Hände hat. Wenn man aber zum Beispiel zusammen Mario Kart spielen möchte, sieht das manchmal ganz schön seltsam aus. Eine Zeit lang hatte gerade der linke Joy-Con Probleme mit der Signalweitergabe. Das wurde mittlerweile aber behoben. Jetzt gibt es sogar eine Funktion, mit der man im Haus verlorene Joy-Cons wiederfinden kann. Dafür lässt die Switch die Controller einfach so lange vibrieren, bis ihr sie wiedergefunden habt. Gute Sache. Joysticks sind die Großväter der Joy-Cons und stehen mittlerweile sogar schon in Museen. Der erste Joystick für Videospiele wurde nämlich 1967 von Ralph H. Baer, dem Erfinder der Magnavox Odyssey-Konsole, erfunden. Davor wurden Joysticks aber schon für die Steuerung von Flugzeugen, Lenkraketen oder Schiffen genutzt. Das allererste Patent für einen Joystick wurde schon 1926 angemeldet. Damals brauchte man einen Joystick, um ein ferngesteuertes Flugzeug zu lenken. Heute werden Joysticks in zwei Klassen unterteilt: digitale und analoge Joysticks. Bei digitalen wird die Ausrichtung des Steuerknüppels durch Mikroschalter weitergegeben. Zwar werden so nur die Zustände aus- oder anerkannt, die Signale lassen sich aber so kombinieren, dass horizontale, vertikale und diagonale Ausrichtungen unterschieden werden können. Bei analogen Joysticks wird zusätzlich dazu auch der Auslenkungswinkel der Achsen gemessen. Dank anderer Sensoren können hier 8 Zustände pro Bewegung erkannt werden. Ob jetzt analog oder digital besser ist, darüber streiten sich die Geister. JPEG steht für das Gremium der Joint Photographic Experts Group, die 1991 eine Norm für Bildkompressionsverfahren vorgeschlagen hat. Ein Bild, das in Kompression, Farbtiefe, Bildaufbau und so weiter den Normen entspricht, wird deswegen JPEG genannt. JPG bezeichnet übrigens das Gleiche. Andere Grafikformate mit lustigen Abkürzungen sind PNG, also Portable Network Graphics, und GIF, das Graphics Interchange Format. Diese Abkürzung ist übrigens auch der Grund, warum es GIF heißt und nicht GIF. Weil es Graphics heißt und nicht Traffics. JRPG steht für Japan Rollenspiel. Rollenspiele aus Japan unterscheiden sich von westlichen Rollenspielen in Grafik, Missionsstruktur und Charakterprofilen so stark, dass sie ihre eigene Kategorie bekommen haben. Auch ihr Ursprung ist ein anderer. Die japanische Videospielindustrie ist konsolenzentriert und so kamen auch viele Rollenspiele früher nur für die Konsolen heraus. Was genau ein JRPG ist, ist jedoch nur schwer zu sagen. Zum Beispiel kann man nicht alle Rollenspiele aus Japan JRPGs nennen. Dark Souls ist jedenfalls ganz klar kein JRPG. Wie bei westlichen Rollenspielen haben auch JRPG unterschiedliche Kategorien.
Zum Beispiel Action-RPG, rundenbasierter RPG, Horror-RPG oder Dungeon-Crawler. Persona 5 ist genauso ein JRPG wie Atelier Sophie oder Parasite Eve. Allen JRPG gemein ist jedoch ein Manga-Art-Stil und sehr detailreich designte Figuren bei einer eher detailarmen Umgebung. Jump'n'Run bezeichnet alle Spiele, in denen wir hauptsächlich rennen und springen. Mittlerweile werden Jump'n'Runs auch oft Plattformer genannt, weil das nun mal die Bodenstruktur ist, über die man am besten springen und rennen kann. Es gibt isometrische Plattformer wie Super Mario 3D World, Sidescroller wie Little Big Planet oder Plattformer aus der Ego- oder Over-the-Shoulder-Perspektive wie Alice Madness Returns. Manchmal müssen wir neben dem Springen auch schießen oder Rätsel lösen. Oft geht es aber auch nur um die Geschicklichkeit. Jungle ist eine Spielart und eine Gebietsbeschaffenheit in MOBAs. Jungle bezeichnet das Gebiet zwischen zwei Lanes, in das sich Spieler schlagen, um unentdeckt die neutralen Creep-Farmen abzuernten. Die bringen Geld und Erfahrung, sodass man ohne Probleme ins Gebüsch verschwinden und stärker und reicher wieder herauskommen kann. Auch beliebt, den Dschungel nutzen, um zwischen zwei Lanes hin und her zu wechseln oder aus dem Dschungel auf vorbeilaufende Feinde zu springen. Ein Jumpscare ist genau das, ein Schreck, der uns sozusagen anspringt. Er kommt unerwartet und ist nur deswegen gruselig, weil er direkt und schnell zuschlägt. Das kann eine Tür sein, die knallend hinter uns ins Schloss fällt. Ein Gegenstand, der in einem stillen Haus plötzlich umfällt oder, ganz klassisch, der Killer, der aus einem toten Winkel auf uns zuspringt. Während Jumpscares sehr effektiv sind, werden Videospiele, die nur auf Jumpscares basieren, eher abgestraft. Eine Mischung aus generellem Unwohlsein, Blut, Angst vor dem baldigen Tod und plötzlicher Attacken scheinen in Kombination auf Dauer weitaus effektiver. Aber was sagt ihr dazu? Was ist für euch an Horrorgames am gruseligsten? Blut und Gore, Atmosphäre, Menschenjagd mit Killer samt tödlicher Waffe oder ein klassischer Jumpscare? Oh shit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne liken oder den Kanal abonnieren. Das stoppt zwar nicht den Klimawandel, ist aber ziemlich gut für uns. Und wir geben euch im Gegenzug die coolsten Videos zu Gaming und Hardware.